Auf der humanitären Ebene gibt es ja sehr viele Proteste weltweit, die wünschen, dass es einen Waffenstillstand stattfindet. Es gibt aber auch den UN-Sicherheitsrates. Und mit der völkerrechtlich bindenden Resolution des UN-Sicherheitsrates wird Israel nur völkerrechtlich dazu verpflichtet, längere, mehrtägige Feuerpausen einzuhalten wegen der humanitären Situation. Teil der Resolution war die Freilassung der Geiseln bei Hamas, die in Deutschland und Europa als Terrororganisation eingestuft ist. Israel lehnte diese Resolution bereits ab und erklärt, längere Feuerpausen werde es nicht von der Freilassung der Geiseln geben. Bricht Israel das Völkerrecht damit? Also genau das, was Sie jetzt zitieren im Sicherheitsrat, ist das, was ich immer gefordert habe. Deswegen diejenigen auch, die dann sagen, Deutschland würde hier mit doppeltem Maß messen, ganz und gar nicht. Wir haben in den letzten Wochen genau für diese Feuerpausen gekämpft, weil wir wissen, dass sie die einzige Möglichkeit sind, schrittweise dazu zu kommen, dass die humanitäre Situation gelindert wird, dass der Sicherheitsrat das jetzt beschlossen hat. Das ist unglaublich wichtig und deswegen setzen wir uns nonstop weiter dafür ein. Israel hält sich ja nicht daran, deshalb meine Frage, und Sie sprechen, wie wichtig das Völkerrecht ist. Das heißt, sehen Sie da, dass Israel das Völkerrecht damit bricht? Wie gesagt, die Lage ist hochkomplex. Wenn es einfach so einfach wäre, zu sagen, schwarz und weiß, in der Situation, wo eine Terrororganisation das humanitäre Völkerrecht missbraucht, indem es Zivilisten als menschliche Schutzschilder einsetzt. Das ist ein Bruch mit dem Völkerrecht in so einer Situation. Terrororganisation, deshalb ja, wird sie als Terrororganisation eingestuft von Deutschland und Europa. Und der UN-Sicherheitsrat redet dann natürlich vom Staat Israel. Das heißt, müsste man sich dann nicht an das Völkerrecht halten? Israel versucht alles bestmöglich Zivilbevölkerung zu schützen. Wir arbeiten rund um die Uhr genau mit der israelischen Regierung daran, dass wir die humanitäre Situation in Gaza bestmöglich lindern. Wie gesagt, es ist ein maximales Dilemma in einer Situation, wo eine Terrororganisation Krankenhäuser und Schulen als Militärorte missbraucht, dann humanitäre Hilfe reinzubekommen. Aber ich habe jetzt ja gerade mehrmals deutlich gemacht, dass die deutsche Bundesregierung, dass ich als deutsche Außenministerin in den letzten Wochen alles dafür tue, dass wir längere humanitäre Pausen haben, und zwar längere Pausen von mehreren Tagen. Die haben noch nicht stattgefunden. Ja, und das ist das Komplexe und Schwierige in dieser Situation. Wenn es einfach wäre, dann hätten wir die Situation jetzt schon weiter abgemildert.